Hallo, Sarah. Oh, klasse. Annika ist ja schon da. Sarah, hast du schon alle Schulsachen? Habt ihr die Liste denn schon bekommen? Was denn für eine Liste? Ich habe keine Ahnung. Mama hat das alles für mich gemacht. Du, Lena, sag mal, wie hieß unsere neue Lehrerin gleich nochmal? Ich glaube, Frau Müller hieß sie. Ups, da meldet sich wohl mein Bauch. Lena, das klang gerade wie ein Vulkan in dir. Das klang eher wie der Start einer Rakete. Sagt ausgerechnet der, der vom Fliegen Angst hatte. Du hattest Angst vorm Fliegen, Anton? Hahaha, ihr habt ja nicht in dem Flugzeug gesessen und wurdet wegen des Unwetters durchgeschüttelt. Einen schönen guten Morgen wünsche ich der Klasse 5a. Guten Morgen, Frau Müller. Ja, ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Ich bin Frau Müller, eure neue Klassenlehrerin. Ihr werdet mich in den Fächern Mathe, Musik und Englisch haben. Frau Müller, darf ich mal auf die Toilette? Ja, aber der Unterricht hat doch gerade erst begonnen. Ja, mir geht's nicht so gut. Bei dir alles okay? Du siehst ziemlich blass aus. Dann geh aufs Klo, aber bitte beeile dich. Okay. Lena kotzt die Schule voll. Was ist das denn? Oh nein, nicht wirklich. Bei dir alles in Ordnung soweit? Geht's? Geht gleich wieder. Du sag mal, seit wann ist dir denn schon so übel? Schon den ganzen Morgen? Nee, hat gerade erst angefangen. Das Beste wird wohl sein, wir rufen deine Eltern an und. Bitte nicht. Lena, komm, wir gehen deine Eltern anrufen. Ihr lest euch bitte im Lesebuch auf Seite 10. Der Herbst beginnt einmal durch. Oh je, das ist ja richtig heftig bei dir, Lena. Da hast du dir aber eine heftige Magen-Darm-Grippe eingefangen. Ach du Schreck, dann rufe ich doch am besten gleich mal Frau Mattes an. Lena, wir gehen runter, da kannst du dich etwas hinlegen. Okay. Das verstehe ich gar nicht. Heute früh ging es ihr doch noch so gut. Vielleicht hat sie ja etwas Falsches gegessen. Frau Mattes, Realschule Plemo City hier. Frau Mattes, Sie müssten Ihre Tochter, die Lena, bitte abholen. Sie hat sich mehrfach übergeben. Alles klar, bin auf dem Weg. In 10 Minuten bin ich da. Frau Mattes, wir haben Iberogast-Tropfen da. Darf ich Ihrer Tochter welche geben? Ja, das dürfen Sie, sehr gerne sogar. So, Kinder, wir fahren mit dem Unterricht fort. Bitte Ruhe. Frau Müller. Ja, Felix, bitte? Geht's Lena schon besser? Ach, und sie hat ihren Schulranzen hier stehen lassen. Ich würde den dann nach dem Unterricht mit nach Hause nehmen. Ich glaube schon, dass es ihr etwas besser geht. Es wäre sehr nett, wenn du ihre Schultasche mitnimmst. Lena, deine Mama ist schon da. Hallo, Frau Mattes, schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Ihrer Tochter geht's wirklich überhaupt nicht gut. Aber die Tropfen scheinen gewirkt zu haben. Ihr geht es schon etwas besser. Gehen Sie trotzdem bitte mit ihr noch zum Arzt. Hallo Mama. Hi, mein Schatz. Sag mal, was machst denn du? Na komm, lass uns zum Arzt fahren. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben und ich gebe Ihnen auf jeden Fall noch Bescheid. Lena, ich stelle dir diesen Eimer vors Bett, okay? Okay, Mama, danke. Dieser Tee wird ihr gut tun. Lena, ich habe dir einen Kamillentee mit Süßholzwurzel aufgebrüht. Du wirst sehen, es wird dir schon bald besser gehen. Und vorsichtig trinken, der Tee ist noch sehr heiß. Versuch etwas zu schlafen. Oh Gott, die Arme. Ob es ihr schon besser geht, was meinst du? Ich weiß nicht, Martina ist mit ihr gleich zum Arzt gefahren. Hallo Mama, und wie geht es, Lena? So genau kann ich das gar nicht sagen. Wir waren ja beim Arzt und der meinte, sie hat einen Magen-Darm-Infekt. Dann hoffen wir mal, dass sie schnell wieder gesund wird. Ich bringe mal ihre Schultasche in ihr Zimmer. Arme Lena, werde ich schnell wieder gesund. Martina, darf ich dich mal was fragen?
Ja, natürlich, Felix. Du darfst mich immer etwas fragen. Was gibt es denn? Naja, also der Tee, der oben bei Lena im Zimmer steht, der ist schon ganz kalt. Darf ich ihr einen neuen machen? Mhm, natürlich. Brauchst du Hilfe? Ich denke, das werde ich schon alleine hinbekommen. Ich bin ja schon groß. Danke, dass du mir Tee gemacht hast, Felix. War aber nicht nötig. Das hast du, glaube ich, gerade missverstanden. Der Tee ist nicht für dich, der ist für Lena. Hey Felix, ist die Schule schon zu Ende? Ah toll, du bist ja wach. Wie geht's dir denn? Geht's dir schon besser? Ja, mir geht's auch schon etwas besser. Hier, ich habe dir Tee gekocht. Der macht dich wieder gesund, Lena. Auch wenn dir der Tee nicht schmeckt, aber du musst ihn trotzdem trinken, damit du wieder gesund wirst, Lena. Oh oh. Oh oh? Oh oh, klingt nicht gut. Brauchst du einen Eimer? Nee, war ein kleiner Scherz.